Tabata-Training mit Handeln für die Arme. Du stellst die Schulter breit hin, die Knie leicht gebeugt, nimmst die Arme nach oben, den Oberarm machst du ganz fest und du streckst und beugst nur den Unterarm. Nimmst die Hantel hinter den Kopf und streckst dann wieder Richtung Decke. Im zweiten Block stellst du dich wieder schulterbreit hin, stehst ganz gerade, die Knie leicht gebeugt und du ziehst die Arme hoch zur Brust, zur Schulter und senkst sie langsam wieder ab. Und so trainierst du den Bizeps.
Im dritten Block stellst du dich schulterbreit hin. Den Oberkörper beugst du leicht nach vorne. Spannst Bauch, Rücken und Po an. Den Oberarm ziehst du hinter den Körper, machst ihn fest und beugst nur den Unterarm und streckst ihn wieder nach hinten weg und nach vorne beugen.